Ich freue mich, euch hier im Namen der Bürgerinnen und Bürger zu Düsseldorf aus Wagner begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass so viele Leute gekommen sind, trotz des wirklich mehr als bescheidenen Wetters. Ich freue mich auch, dass wir so viele prominente Besuch hier haben. Frau Stadler, Frau Meimann, Michael und Jürgen Nihorn. Gleich einmal vorab eine ordentliche Geschichte. Bitte darauf achten, dass es ziemlich von dieser Fackelgeschichte weggeht. Also auch die Leute, die ihre Fette gegeben haben. Was ja wirklich super ist, das ist so eine Absperrung. Wir haben ja überall auch offenes Feuer an der Stelle, die sich in Hamburg hat. Und auch in diesem Bereich hinter uns sollte auch keiner reinlaufen, damit da mit dem Laser keine Konzentration sind. So. Jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Ich möchte mein ganz herzliches Dank aussprechen. Danke, dass ihr dabei seid, dass wir zusammenstehen. Nicht nur hier und im Rahmenstuhl, sondern an der ganzen weiten Strecke die folgenden Sachen. Und das zeigt auch, dass wir das mit uns nicht machen. Wenn ich sage mit uns, dann spreche ich für auch für viele Bundestagsabgeordnete der meiner Fraktion, also für die Innenburger. Und aber auch für alle anderen in Niedersachsen ganz stark auf der Bundesebene für die Alternative zu kämpfen. Wir drängen darauf, dass der Beschluss, wie er gefasst wurde, umgesetzt wird. Genau so nicht am Dank. Und wer gerne noch analog unterwegs ist, da ist der Tüssel.
Konzept und dann bitte noch ein Grad. Wir werden das dann alles erst ein bisschen weitergehen. Das Ziel muss sein, mindestens 50.000 Menschen in den nächsten 4 Wochen zusammenzubringen. Und weil das Kassenfilm mit der Drohne nicht funktioniert bei der Länder, das habe ich absichtlich nicht gemacht, er sagt, er ist nicht der große Redner. Lieber Christian, ich möchte mich recht herzlich bedanken bei dir, dass du bereit warst, den Vorsitzenden der Bürgerinitiative hier im Lager zu übernehmen. Wir hatten ja einen Zusammenkunft, da war keiner dabei, das zu machen. Christian war riesig, hat gesagt, ich muss das mit meiner Frau auch noch ein bisschen ansprechen, was da so auf mich zukommt. Lieber Christian, recht herzlichen Dank, dass du dazu bereit warst, hier die Verantwortung zu übernehmen. Dann selbstverständlich allen Mitstreitern, die hier unten stehen, der Feuerwehr, alle, die hier heute den Tag mitgestaltet haben. Recht herzlichen Dank dafür. Kommt alle mit rein und geht gerne noch in die Messhalle und schaut euch das an. Danke. Ja.